Jana? Ich pack ihn am Knöchel und leg ihn flach. Okay, dann Raufenangriff oder Ringenangriff, aber du liegst auf dem Boden, also eine plus 5 oder Drei. plus Boden ist 3? drei. Dies gelingt immer noch nicht. Ja, ich würfel gerade mal selber noch einen Raufenangriff und er tritt dir ins Gesicht für 1w6 plus 1. Sind 3 TP, die er dir ins Gesicht tritt, also 3 TPA, Aua. und sprintet an dir vorbei. Er ist draußen. Hilfe! Hilfe! Diebe! Diebe! Dann sehe ich zu, dass ich möglichst schnell in den Tempel zurückkomme. Was ist los? Also, ich sehe ihn ja wahrscheinlich aus seinem Haus rauslaufen. Genau, du richtest dich kurz Nicht auf, du kräftig. hattest ja im Garten geschlafen und siehst dann, wie Olim mitten in der Nacht in seinem Abendrock durch das Tor prescht und während er dann das Tor, dich ignoriert er komplett, wie du auf dem Boden liegst, rennt auf den Tempel zu. Pereine, gewähr mir Gnade! Also ich spring Hilfe! hinten aus dem Fenster raus, lupe so seitlich um den Tempel herum und komme dann von hinten in den Tempel rein, durch den Garten, durch den ich vermutlich gegangen bin. Ja, das wird natürlich etwas dauern. Derweil die Treuzacker sind allesamt wach, haben Waffen gezogen, blicken sich um, stürmen aus dem Tempel und haben vorher natürlich auch noch Rafim und die anderen geweckt. Aber sie sind ja natürlich erstmal auf der Hut vor Dämonen, Nebel, Malmern und versuchen erstmal Odin zu verteidigen. Olin, was ist los? Ich wurde Warum habe ich angegriffen. angegriffen? Euer Geweihter hat mich angegriffen. Er hat mir das Ohr abschneiden wollen. Er war direkt in meinem Haus. Ein Trollzacker? Oder von wem redet ihr? Rafim, warst du's? Der beknackte Geweihte, Mann! Ich bin überhaupt nicht beknackt, sag mal. Wir sind hier viele Geweihte und überlegt, wen ihr anschuldigt. Der Mann, der. Wo ist er denn? Der da lag. Er deutet auf den ehemaligen Platz von Jalan. Er fehlt. Udamin runzelt die Stirn. Er hat mich angegriffen! In meinem Haus! Ich habe geschlafen! Warum Seid solltet ihr ihr das tun? Ein sicher? Das Frevel kommt wie der mir Boron! sehr weit hergeholt vor. Warum um alles in der Welt sollte ein Geweihter des Preios so etwas tun? Das weiß ich doch nicht, das müsst ihr ihn fragen! Seid ihr Nahman! sicher? Nahman! Wir warten jetzt erst einmal, wo er ist. Möglicherweise ist er auf dem Tempelvorhof oder so. Odin, was ist denn? Ich wurde angegriffen. Die und die Gruppen, die wollten mir die Kehle durchschneiden, mitten in der Nacht. Sie waren direkt vor. Er hat mir den Ohrring geklaut. Er deutet dabei auf seinen Ohrring, auf seinen. Und er fehlt. Der andere ist dran. Ihr solltet bei der Wahrheit bleiben. Wir waren die ganze Zeit hier. Aber er nicht! Gerade eben habt ihr noch einen von uns beschuldigt, jetzt beschuldigt ihr schon alle. Die Mäßigt Gruppe! euch. Sie müssen hier verschwinden, mitten in der Nacht. Ich will sie hier nicht mehr haben, Nahaban. Sie müssen verschwinden und ich will Vergeltung. Ein Angriff, ein Boron-Frevel. Wir haben hier ruhig geschlafen. Nun, Und Zunamin, könnt ihr mir sagen, wo euer Begleiter ist? Ja, dann nanntet ihr ihn, oder? nein, ich kann euch nicht sagen, wo er ist, da ich bis gerade eben geschlafen habe. Nun, dann solltet Aber ihr eventuell aufklären. bitte seht doch einmal, ob er draußen bei Boltax ist. Wir werden einmal aufklären, was es damit auf sich hat, und dann verlange ich Antworten. Er muss hier irgendwo sein. Ich suche ihn. Ich schaue mich ums Tempel herum. Jalan, du steigst gerade aus dem Fenster raus und versuchst dich so leise wie möglich zurück in den Tempel zu schleichen. Da siehst du eine kleine Gestalt, die auf dich zugeht. Jalan, Oh, was machst du hier? Boltax, da bist du. Ja. Warum kommst du hier aus dem Haus? Ich dachte, Ole wurde angegriffen. Nun, ich habe nachgeschaut, wer da so ruft. Ich war gerade auf einem, nennen wir es Mondspaziergang. Und warum Und steigst du aus dem Fenster? er rief Hilfe, Hilfe und rannte vorne aus dem Haus. Mir war, als hätte ich jemanden aus dem Fenster steigen sehen. Ja, Also aber rannte ich warum hin. Also ich rannte, wie steigst du? gesagt, ich rannte hinter ihm durch die Tür hinein. Und sprang jemand aus dem Fenster. Da wollte ich ihm nach, aber jetzt sehe ich ihn nur dich. Ich habe das Haus die ganze Zeit im Blick behalten. Man muss er noch drin sein. Gehen wir wieder zurück. Ins Haus. Warum stellst du dich nicht hinten auf und ich vorne? Ich leg mich wieder hin, das ist mir zu blöd. Ja, dann lege ich mich wieder schlafen. Ich setze mich hinter dem Tempel auf den Stein. Hinter dem Tempel auf dem Stein. Ja. Wenn ich an einen Tempel komme, ich weiß nicht, wie genau der aufgebaut ist. Ja, du kannst es ja sehen, entweder hier auf der großen Karte Und der von Tempel hat eine Janka Karte? selber, Ja, die oder der schwarz-weiße. Kuppeltempel, ja. Oh, okay.
Ja, sitze ich dann. Ja, da schwinge ich mich gerade. Ich lass die, nennen wir es mal Beute, was auch immer es ist, lasse ich außen vor der Mauer irgendwie in den Busch liegen, schwinge mich über die Mauer und setze mich auf einen Stein oder wenn da irgendwie ein Teich ist, an dessen Ufer. Okay. Und warte, bis ich gefunden werde. Ich möchte dabei Ulim weiter befragen und zwar auf eine Art und Weise, dass ihm Zweifel kommen an dem, was er gesehen hat. Also, im Mondlicht? Seid ihr sicher? Und es kommt mir wirklich abstrus vor. Wie gesagt, ein Geweihter des Preiers soll euch euren Ohrring gestohlen haben? Das ist absurd. Ein Geweihter des Fex, verdammt. Mädchen, hört doch zu. Oder Visierer, ist mir egal. Ich werde jegliches... Das Stroh könnt ihr euch abschminken. Das hättet ihr euch vorher überlegen müssen. Ihr und er eure... Er ist ein Geweihter des Preiers. Er wurde in Zorgan geweiht und... Es wäre mir ja wohl bekannt, wenn ich einen Fexgeweihten in meinen Reihen hätte. Ja, da solltet ihr euch vielleicht ein bisschen besser mit den Fexgeweihten auskennen. Also, Fex kann in Zorgan vieles sein. Ich weiß es nicht, aber alles, was ich weiß, ist genau, dass ich ihn gesehen habe. Ihm fehlt eine Hand. Er hat mir fast das Ohrläppchen abgerissen. Ja, ihr habt ihn gestern gesehen, aber im Mondlicht in eurer Kammer? Wo ist er denn? Nun, das werden die Trollzacker werden ihn hoffentlich bald gefunden haben. Na los, ihr faulen Bastarde, jetzt sucht den Hurensohn endlich. Ich will endlich weiterschlafen, meine Fresse. Dass ich wegen sowas aufgeweckt werde, das ist auch echt noch der Höhepunkt hier morgen heute. Morgen gibt's hier nicht, König. Aber der Fleischsack, der sitzt hinten auf dem Stein, wenn's um den geht. Ja, dann sucht den und bringt... Ja, du da, bring ihn her. Und deswegen wache ich auf, weil dem Typen sein Ohrring fehlt. Ich fass es nicht. Bernard, du siehst, wie die schweren Schritte von Cornern auf dich zutreten und er hat wohl nicht vor, dich zu bitten. Dann gehe ich wohl ohne Widerstand mit. Ja, er sieht, wie ich du dich aufrichtest. Ich setze mein bestes entnervtes Gesicht auf, wenn ich um die Ecke komme. Ja. Du kannst gerne eine Intuitionsprobe würfeln. Intuitionsprobe, okay. Ich weiß nicht wofür, aber okay. Gut geschafft. Ja, du siehst, dass er ausholt und dich auf alle Fälle dir ins Gesicht schlagen will. Ich springe irgendwie auf oder falle rückwärts und schreie: Hey, ich sehe dich, alles gut. Ja, er packt mit seiner riesigen Pranke nach deinem Bein und schleift dich auf dem Rücken in den Tempel. Ich möchte mich da doch ganz gern rauswinden. Ringparade? Ringparade plus 5. Es geht auf die 2. Nö, nicht geschafft. Ja, du versuchst dich so ein bisschen zu regen, aber der Griff von diesem Rochschass ist einfach zu groß und du wirst geschliffen, deine Robe wird sich sicherlich grün, braun verfärbt haben und dann wirst dies du vor dem Tor... Dies ist gut für mich, wenn meine Robe nicht mehr grau ist. Dann wirst du vor dem Kuppeltempel abgelegt, das Tor ist aufgemacht, du siehst um dich herum, wie 10 andere Trollzacker stehen. Das ist kein Dämon. Nee, aber ich könnte ihn schneiden. König, hier ist er. Götter im Himmel. Ich klopfe mir die Kleidung ab. Götter im Himmel! Erst dieses infernalische Gerufe und dann das. Was soll das? Ja, Jalan, das weiß ich auch nicht. Kannst du jetzt einfach mit diesem blöden Olim reden und ich weiß nicht, was ihr da für Liebesspiele in der Nacht treibt und es ist mir ehrlich gesagt doch scheißegal. Aber meine Fresse, könnt ihr das nicht einfach mal so machen, dass ich dann weiter schlafen kann? Oh, ich leg mich jetzt wieder hin und ich will davon nichts mehr hören. Ich würde auch ganz gerne meinen Meditationen weiter nachkommen können. Was ist dir die Sache? Da, Mutter Maban, das ist er. Ganz ruhig. Dieser Mann beschuldigt euch, in seinem Schlafzimmer gewesen zu sein und seinen Ohrring gestohlen zu haben. Bitte sagt mir, dass das ein Witz ist. Was für eine Narretei ist das denn? Warum sollte ich in seinem Schlafzimmer so einen Ohrring stehlen? Wahrhaftig, Zulamin, wir sind vermutlich die reichsten Menschen in der ganzen Stadt. Wollte ich einen Ohrring, würde ich ihn kaufen. Und dafür wurden wir geweckt. Ich dachte, er wäre... Und überhaupt, welcher Diebstahl die Ohrringe von den Ohren eines Menschen? Ich betrachte oder gestikuliere halt, dass er den einen Ohrring noch anhat. Ja, Lügenprobe. Was für eine Narretei wäre das denn? Immer also reden. Ihm fehlt offensichtlich einer, weil er ein Ohrloch hat und der andere ist ihm immer noch dran. Also, wenn du Ohrringe abnimmst, dann beide und nicht einen. Also die Lügenprobe ist saftig erschwert, das ist eine... Warte, warum ist sie für mich erschwert? Für dich? Warte, wenn du sagst, mein Argument ist, ergibt Sinn. Ergibt es nicht. Warte, warum nicht? Er hat einen Ohrring dran und den anderen hast du ihm abgemacht. Ja, richtig.
So, das heißt, warum sollte er nur einen Ohrring abmachen, anstatt alle beide oder gar keinen? Offensichtlich wurde ihm der Ohrring gestohlen, ganz offensichtlich. Ja, aber doch nicht von Jan. Ich weiß. Nein, es geht nicht um, also offensichtlich wurde er gestohlen. So, und du gibst mir jetzt bitte eine saftige Lügenprobe, ich sag mal eine plus 8. Ach komm, Mira, können wir das. Dir geht natürlich deine Kulturkunde als Erleichterung, ne? Weil sie muss halt gegen einen Tobria bzw. Mittelreicher würfeln. Wow. plus 8 hatte ich gesagt. Also das ist nur die Liturgie. Das ist ein Mirakel. Das ist nur die Liturgie, kann jetzt gemacht. Ich schmeiß die Probe einfach mal um das Schwert und dann sehen wir. Ja, das hätte ich mir auch sparen können. Also, Ich würde dir eine Q4 zugestehen bei Menschenkenntnis. Das wäre eine 10er, ein 10er THW. Und die Kulturkunde wäre eine plus 3, die sie als Erschwernis bekommt. Kriege ich einen Bonus, weil ich Preisgewalter bin und über solche Vorwürfe erhaben sein sollte? Ne. Hey! Ich denke, ich glaube ihm. Läufst du mit einem goldenen Ornat rum? Nö. Nee, offensichtlich nicht. Aber du hast doch Mirakel, bringt das nichts? Ja, doch, ich hab keine Erschwernisse, keine Erleichterung angerechnet. Also, wir sind bei 10, erschwert um 8, erleichtert um 8. Also sie würfelt auf die 14 mit dem THW von 10. Sie hat nichts, sie hat 13, das ist eine plus 1 oder eine minus 1 auf die effektiven Sternchen oder die Erschwernis. Dabei ist sie bei einer 11. Dann bekommt sie eine Kulturkunde erschweren, das ist eine 3. Das heißt, ihr bleiben. Ich hab's geschafft, wir haben's doch schon, das ist alles gut. Muss nicht rechnen. Nee, sie muss ja noch würfeln. Hab ich dachte, sie hat oben gewürfelt. 11, 13, 5. Nehmen wir den SO mit? Oh, ja. SO-Unterschied? SO 14, mein Boy. 14? 14. Ja, es gibt aber nur ein... Also, dein effektiver SO ist gerade nicht so hoch. Oh, komm. Ich hab den teuer bezahlt. Jetzt willst du ihn mir auch noch abnehmen? Also, dein effektiver SO ist irgendwie 11. Ja, und was hat sie? Vermutlich 7. 3. Sie hat 7. Achso, sie ist gewaltig. Hä, was? Ich war drei? Ja, weil Landgeweihte haben nicht so viel. Also, sie kann irgendwie eine 8 knacken. Punkt ist, sie schafft es so oder so nicht. Wir wissen, wenn ihr so gar nicht reden. Ja, schafft sie nicht mit den 10 Punkten. Ja, aber rechnen sollten wir trotzdem. Weil du nicht gut gewürfelt hast. Das ist wie nicht gut gewürfelt. Sieh dir den Wurf an. Maximalpunkte, die er haben könnte. Nun, ich hab sogar noch 2 drüber. Also, ich glaube euch, dass ihr keinen Grund habt, ihn zu bestehlen. Allerdings habt ihr gefehlt. Bitte erklärt euch. Ich war draußen im Garten und habe versucht, meine Meditationen durchzuführen, da dies in der Stadt aus naheliegenden Gründen schwer möglich ist. Nun, dies reicht mir aber. Ich verlange Genugtuung für diese Anschuldigung. Entweder entschuldigt ihr euch. Ja, dann scheint sich irgendwie die Duellforderung herunterzuschlucken, als ihm anfällt, dass es ein Gemeiner ist. Oder ich werde die Sache der Visira vortragen müssen. Und die Visira steht direkt neben euch. Nun, selbstverständlich. Aber wenn ich sie erstmal vortrage, muss die Sache auch ausverhandelt werden. Und das wollen wir wohl beide nicht. Offensichtlich werden wir angegriffen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Anschuldigung später vortragt, vielleicht im Laufe des nächsten Tages. Olim, sammelt doch bitte die Stadtbürger und geht nach dem Eindringling. Es kann nicht sein, dass die Ferkinas oder die Torwale jetzt hier herumlaufen. Das werde ich tun. Was ist mit der Anschuldigung von Olim gegen einen Geweihten des Praios? Ich habe ihn noch gesehen, verdammt. Ihr könnt es nicht beweisen. Dann werden die Götter haben es gesehen. Wollt ihr etwa ein Götterurteil provozieren? Wollt ihr ein Kirchenurteil? Das werde ich mir noch überlegen, aber ihr seid ein Boran-Frevler und das nehme ich nicht zurück. Ich gehe jetzt erstmal die Ferkinas vertreiben. Verdammte Halunken. Männer! Damit läuft Odium nach draußen und organisiert die Wachen. Euer Gnaden, dies ist eine schwere Anschuldigung. Tja. Ich möchte anmerken, dass nur meine große Achtung für eure Person und für euren Stand mich davon abhält, dem Mann sofort Verstand einzuprügeln. Was schreit dieser Mann denn jetzt schon wieder herum? Ich habe gerade wieder... Lass gut sein, er ist gerade fort. Leg dich wieder hin. Erst sprach er davon, dass jemand versucht hat, ihn im Schlaf zu meucheln. Und jetzt geht's nur um einen Diebstahl. Das ist eigenartig. Ich verstehe diesen Mann nicht. Nun, ich möchte mich für Olim entschuldigen. Seine Art ist etwas merkwürdig. Auch seine Seele hat sicherlich in den letzten Jahren gelitten. Ich hoffe, ihr entschuldigt ihn. Ich werde ihn entschuldigen, wenn er sich entschuldigt.
Nun, wir wissen, die Zeiten sind hart, aber zumindest so viel muss ich ihm abverlangen. Der Stand gebietet es. Und das solltet ihr am besten mit ihm klären, aber am besten morgen und nicht mehr heute. Wir sind in einem Paraine-Tempel und ich würde mich freuen, wenn ihr wenigstens so etwas wie Nachtruhe herrscht. Bleibt am besten heute hier und lasst eure Nachtwanderung, dann, ja. Ich würde mich zumindest sehr darüber freuen. Nun gut, Gerechtigkeit ist geduldig. Also, ich leg mich wieder nach draußen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sag, eine Frage habe ich noch. Ihr wolltet euren Göttern nachgehen, hattet ihr gesagt, auf dem Stein? Ja. In der Nacht? Ihr seid ein Paios-Geweihter? Nun, Paios-Gerechtigkeit waltet am Tage und in der Nacht. Und so müssen wir auch tags wie nachts wachsam sein. Außerdem kneift die Augen etwas zusammen, die Augen. Außerdem, ihr verzeiht nun einmal, dass sie den ganzen Tag unterwegs waren. Würfel eine Überzeugenprobe. Okay, kein Problem. Weil sie hat jetzt durch die Worte, die du eben sprachst, weiteres Misstrauen. Ist dies eine Predigt? Das klingt wie eine Predigt. Predigt? Nee, es geht darum, dass du sie langfristig... Ich versuche hier meinen Glauben näher zu bringen. Es klingt wie eine Predigt. Gut, die zwei Punkte gebe ich dir. Ja, Maximum 3. Jetzt klappen die Proben. Offensichtlich ist heute nicht Sex dominant, sondern Preios. Ich werde mich daran halten. Gut. Ich werde mich jetzt preiotisch benehmen. Ich werde mich gerne morgen mit euch über das merkwürdige Ausleben von eurem Preios-Kult unterhalten, aber nicht mehr jetzt. Entschuldige mich für die Störung und dann. Ja, ihr müsst Jalan verzeihen, er ist Albuinid. Aber jetzt kommt der Clou an der Sache. Ich verabschiede mich dann von den anderen, sagen nun, zu unserer Ehrenrettung kann ich zumindest... Gehst du doch mal los? Zu unserer Ehrenrettung kann ich zumindest dieser Suche mich anschließen. Dann gehe ich los und dann verteile ich das, was ich gestohlen habe in der Stadt. Also ich mache so irgendwie mit meinem Messer mache ich die Riegel von Fensterläden auf und lege einigen Bürgern so immer so einen Ring, nicht den Ohrring. In Perainabad oder in der Stadt? Ich bin Perainabad, okay, also unter den Bauern. Und ich lege immer so den Bürgern so einen von diesen Ringen auf die Fensterbank und mache dann vorsichtig die Fensterläden wieder zu, dass die morgens halt das Gold finden. Okay. Aber nicht allen. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber nicht allen. Damit es genug gibt, die sagen können, ich hab nix. Nicht damit er sagen können, oh, gebt mir die alle zurück und wenn mir nichts gibt, ist schuldig. Aus dem Inneren der Stadt hörst du weiteres Quaken und Hopsen und Springen. Der nächste Morgen. 28. Praios. Ihr seid allesamt nicht so sehr ausgeschlafen, wie ihr es alle hättet sein können. Und ihr erwacht. Der eine mit einer sehr schmutzigen, dreckstarrenden Robe und die anderen weniger ausgeruht. Oh, hab ich gut geschlafen. Nicht. Man könnte fast meinen, wie ein Stein, hm? Nicht euch zu verdanken. Wir reden darüber noch. Selbstverständlich. Aber nicht hier. Ja, können wir jetzt endlich gehen? Nicht, dass ich nächtliche Unterbrechungen nicht sehr schätzen würde, aber ab und zu schlafe ich auch einfach mal ganz gerne. Was auch immer das letzte Nacht war. Moment, ich muss die Rachsucht proben. Klar, immer. Irgendwelche anderen Nachteile, die du doch haben willst. Oh ja. Nun, es ist der Morgen. Sulamin, ich bestehe trotzdem darauf, dass die Sache zu einem Abschluss gebracht wird. Der Mann wird sich entschuldigen oder sich verantworten. Ich plädiere an euren guten Sinn als Standesgenossin, dass ihr wisst, dass etwas solches nicht auf sich beruht werden lassen kann. Ja, nein, ich plädiere an deinen Sinn, dass wir jetzt einfach gehen. Das hört sich für mich auch an nach etwas, was Zeit hat, nachdem wir den Hafen befreit haben. Das denke ich auch. Oder Min? Wir haben einen straffen Zeitplan. Was dieser Bauer euch an Entschuldigungen schuldet, kann es euch unmöglich wert sein, den Kampf gegen die Widersacher der Götter aufzuschieben. Der Stand ist seiner selbst nur dann genug, wenn man ihn verteidigt. Aber ja, Gerechtigkeit ist geduldig. Wir kommen wieder. Ja, so verschiebst du deine Rachsucht auf einen späteren Tag. Immerhin bist du nicht jähzornig und wirst dir noch einmal notieren, wenn der Malmer gefallen ist, gilt es noch einen Obsthändler aufzuschneiden oder zumindest das Duell gegen ihn zu gewinnen. Möchte, das aber für einen anderen Tag. Ja, klar. Bestimmt. So könnt ihr... Schreibt es auf! So könnt ihr wieder aufbrechen ins Innere der Stadt. Über die Mauern, wohin wollt ihr? Sobald wir draußen sind, kriegt Jalan erstmal Tritt aufs Schienbein. Au! Ich sage nichts. Ich beiße mir auf die Zunge und nehme den hin. 1W6 plus TPKK von Boltax.
Wilkaka hast du. Oh Gott, Boltax, ich will Kaka hast du. 13. Er macht, oh Gott, er macht vorher noch irgendwas Armatrotziges oder. Nee, nein. Ich mach's den mehr. Attributor, ne? Schnellsteigerung, Körper. Ja, das sind 6 TPA. Es gibt ja diese Geschichte von diesem Bestienjäger, der in der Wildermark sein Ketten im sprengte. Legenden. So, wollen wir dann jetzt gleich auf dem Weg hier die Verkina und die Ovala mitnehmen? Das halte ich für eine gute Idee. In Anbetracht dessen, wie schwierig es ist, sich in der Stadt zurechtzufinden, ja. Ich muss vorher noch etwas vorbereiten. Dazu brauche ich etwas Ruhe und Abgeschiedenheit. Naja, wir können ja... Obwohl, es wäre eigentlich schon gut, wenn wir jetzt direkt dahin gehen. Warum habt ihr das denn nicht gestern gemacht? Gebt mir eine halbe Stunde. Das wird reichen. Ja, von mir aus. Nun gut. Ich schaue mich währenddessen hier noch ein wenig um. Diamantes. Ja? Gebt mir eine eurer Kugeln. Ihr meint Bolzen. Was für ein wollt ihr? Ein Spitzen, Kriegsbolzen, ein Stumpfen? Ist das relevant? Das ist völlig unwichtig. Ihr solltet vielleicht nicht aus Holz sein. Nicht gänzlich aus Holz, meint ihr? Nur die Spitze ist entscheidend. Ja, natürlich. Und ich reiche dir einen ganz normalen Bolzen. Mit Metallspitze. Nun gut. Ja, wo sind wir? In den Straßen noch oder wo sind wir gerade? Ich würde sagen, ihr seid gerade am Ausgang der Stadt und zwar beim Tor, ja Stadttor heißt es, einfach nur nach Süden raus, wo ihr dann über die Arena die Verkina einsammeln könntet. Da würde ich euch hinstellen. Also könnte doch noch ein paar Rabatt sein. Wenn wir noch ein paar Rabatt sind, würde ich schauen, ob ich noch irgendwie Säcke ranbekomme, so für Getreide. Einfach schlichte Säcke, wo ich Steine reinpacken kann. Also ja, das mit dem Wagen hat dann doch noch geklappt, weil Jalan überzeugend war. Ach, nee, also die reine Geweihte wurde überzeugt, aber nicht Olim. Und Olim würde das dann erstmal weghalten. Okay, sonst keine Bauern, ja, gehen wir Stroh abkaufen können. Na gut, ich gebe euch nicht. Dann gibt's halt den Wagen nicht. Okay, aber dann lassen wir die Verkinas der Stroh tragen. Okay, das ist ein Deal, finde ich gut. Die 50 Dukaten habt ihr trotzdem bezahlt, den Wagen gibt's später. Aber die Verkina werden dann von Zulamin geholt. Ihr könnt dann auch gemeinsam durch den Nebel wieder zurück. Aber nein, das kann ich so nicht hinnehmen. Das geht nicht. Ich bin Visierer von dem Laden, ich habe nichts getan. Er konnte meinem Gefolge nichts nachweisen, also der hat zu spuren. Oh, warte, außerdem bin ich Prangsgewalter, an Verträge muss man sich halten und so. Na gut, also doch, ich geb euch den Wagen und das Stroh. Aber ihr müsst es halt ziehen. Gibt keine Esel oder so, die waren nicht mit dabei. Sonst können wir die Verkinas ja auch nicht verheizen, wenn die was für uns tragen müssen. Abelmir, 30 Minuten, was tust du? Ich würde einen Applikatus auf diesen Bolzen wirken. Später an diesem Applikatus, mittels dieses Applikatus einen Pantinebrum an diesen Bolzen anheften. Ja. Die Probe für den Applikatus wäre +3 für tragbare Falle. +1 für eine einfache Auslösung, also Aufschlag oder ja, der Bolzen zerbricht oder wie auch immer, also relativ simpel. Ich lasse mir für Zeit, gibt ein -4 und ich würde gerne Kosten einsparen, +3, das gibt also insgesamt +4, -1, also eine +3 Aufschlag auf den Applikatus. Er ist gelungen. Die Kosten würfel ich vielleicht später aus. Jetzt würde ich diesen Pantinebrum würfeln. Und die Probe ist für -4, wird Zeit lassen. +3 für Kosten. Du sprichst den Pantinebrum in den Stab, ja, nicht auf den Bolzen. Auf den Bolzen. Auf den Bolzen, okay. Dafür ist der Applikator da. Man haftet mit diesem Applikator ja einen einfachen Zauber. Er hätte sein können, dass du deinen Illusionszauber auf den Stab sprichst. Nee, auf den Pantinebrum, auf den Bolzen. Wie gesagt, -4 für Zeit lassen, +3 für Kosten einsparen, gibt eine -1 Erleichterung. Ja. Gut. Was der Pantinebrum tut, können wir uns dann später nochmal angucken, wenn er ausgelöst wird. Ja, jetzt schon Angst. Die Schattententakel aus der Hölle, die dich zerreißen. Dieser ist ebenfalls gelungen. So, jetzt würfeln wir mal schnell die Kosten aus. Es ist ja 2W6, -1 aus dem Stabzauber und -1 für Kosten. Also 2W6, -2 für den Applikatus.
Es wären 5 ASP. Und Schicksalspunkt benutzen für die 6. Brauche ich nicht. 5 ASP, ist nicht so schlimm. Dann die Pantrenierbrumm, der kostet mich insgesamt 11 plus 4 für 40 Rechtsschritt. Das wären insgesamt 40 Rechtsschritt? 40 Rechtsschritt, ja. Also was 10, hast du denn vor? Ja. Also ich dachte, 11 plus 4 für 40 Rechtsschritt und minus 1 für Kosten über den Stab sind 13 ASP fest. Also insgesamt bezahle ich 18 ASP für beide Zauber. Mhm. Die halbe Stunde vergeht und die Matrix wird in den Bolzen eingewoben. Was tun die anderen derweil, während sie auf Abelmir warten? Karren ziehen, schätze ich. Ich sammle kleine passende Steine vom Boden auf, überall und fülle die in den Beutel. Ja, wenn ich sehe, dass Diamantis das macht, dann mache ich das natürlich auch. Ich suche natürlich die passendsten Steine raus, auch wenn ich nicht weiß, wofür. Oder bekommst du einmal lächelnd zugenickt, aber auch keine Erklärung. Sollen sie besonders groß sein oder besonders spitz? Was wollt ihr? Nein, klein. Ungefähr eine halbe Faust groß. So wie die hier, siehst du? Ah, ja. Schöner Stein, schöner Stein. Ich wusste gar nicht, dass du Steine so sehr magst. Ich habe Rafi mal einen Stein aus Xorlosch geschenkt. Tu ich nicht. Ich habe was im Hinterkopf. Wenn wir in den Hafen kommen und wir ein Geschütz finden, werde ich damit Hagelschlag improvisieren. Damit können wir einige dieser Kultisten mitnehmen mit einem Schuss. Aber Hagel ist doch eher Element Eis oder Wasser vielleicht. Erz hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Geschossart, Boltax. Wird öfter auf Schiffen benutzt. Damit kannst du kleinere Protektile in eine Rotze füllen und sie richten auf einer größeren Fläche Schaden an. Es ist doch ein Frevel an der Ronrikirche, damit auf göttergefällige Menschen zu schießen. Wäre es nicht sinnvoll, ich weiß nicht, noch ein paar Trittnägel oder so etwas in den Hagelschlag mit einzumischen? Wäre es. Meinst du, wir finden hier so etwas? Nägel finden wir bestimmt, wenn wir ein paar Fässer kaputt schlagen oder so etwas. Und da drüben ist ein bruchfälliges Haus. Ich bin mir sicher, eure Visiere wird es euch nicht nachtragen, wenn ihr dies abreißt. In Teilen, um die Nägel herauszuziehen. Würde natürlich ein bisschen Arbeit mit sich nehmen, aber... Ach. Ich glaube, das Gunner, würde effektiv sein. Gunner. Schau so, was? Wollen wir das Haus kaputt machen? Was meinst du? Wir brauchen ein paar Nägel. Kann ich machen. Ah, oh, sehr schön. Na, so einfach ist das. Ja, ohne Widerspruch von Zulamin könnt ihr dann einige Steine aus dem Haus rausbrechen, Holzbanken, die zerbrochen werden, oder rostige Nägel, die ebenso eingearbeitet werden können. Die Zimmermannskunde von Diamantes ist dementsprechend hoch, sodass du dort nur gute, hochwertige, reißende, rostige Nägel einarbeiten kannst, aber deine Säcke füllen sich. So stolziert Abelmir nach einer halben Stunde auch wieder auf euch zu.